Herzlich willkommen zur nächsten Tomodachi Live Episode hier auf Vita Games for You. Ich bin Evo und wir machen natürlich dort weiter, wo wir aufgehört haben. Erst einmal gehen wir in alle Läden. Willkommen. Pizza, das ist ja geil. Verkaufen wir doch gleich mal 30 Stück oder 25. Irgendwie sowas in dem Dreh müssten wir an Leute sein. Vielen Dank. Das finde ich cool. Die will bestimmt jeder essen, schätze ich mal. Cordoba-Hut, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Boutique. Willkommen. Ein Ballonkleid. Karo-T-Shirt. Viktorianer-Kostüm, okay. Ich finde das Retro-Sweatshirt eigentlich ganz cool. Schwarz, kaufen wir das mal. Vielen Dank. Das kostet ja auch nur 5,90 €, das geht. So, Möbelgeschäft, was ist hier los? Willkommen. Neureich ist wieder da, aber das ist so teuer. Das können wir uns auf keinen Fall leisten. Schade. Das wollte ja das letzte Mal schon jemand haben, aber es klappt leider wieder nicht. Willkommen. Vielen Dank. Gott, wir kriegen das jetzt einfach hier drin. Eine Luxusvase, uiuiui. Die könnte Geld geben. Ein Kristall, der könnte auch Geld geben. Oh, ein rosafarbener Smoky. Bin ja mal gespannt, ob den jemand haben möchte. Gehen wir zum Pfandleiher und gucken, was die Vase und Co. geben. Willkommen. Gibt es irgendwelche? 400, uiuiui. Das hat sich gelohnt für 50. Nur 10 und der Kristall 60 immerhin. Da haben wir doch 410 Gewinn gemacht plus Smoking. Das war gut. Nachrichten noch angucken. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Redema hatte heute seinen ersten Tag im Bettlei-Kindergarten. Oje. Redema hat schon immer davon geträumt, sein Leben nochmal ganz von vorn anzufangen. Dieser Traum ist heute mit der offiziellen Genehmigung des erneuten Kindergartenbesuchs in Erfüllung gegangen. Redema, ab sofort Teil der Pfirsichgruppe, äußerte sich zur neuen Situation. Ich hoffe, dass ich viele Freundschaften schließen werde, er wirkte ziemlich aufgeregt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wenn das ein paar Leute glücklich macht? Das war meine Idee, sie haben sie zuerst umgesetzt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Konan Bettlei und das waren die Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Mich würde mal interessieren, ob ihr auch in eurem Kindergarten solche Gruppensysteme hattet. Ich war damals in der Bärengruppe. Ich fand es jetzt ganz interessant, dass es im Spiel dann auch so Gruppenaufteilungen gibt. Ich frage mich, ob das so eine ganz normale Standardprozedur für Kindergärten quasi ist. Würde mich mal interessieren. Lass uns spielen. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, in welchen Gruppen ihr wart oder ob sowas nicht gab. Er hat keine Regung momentan. Ich hab ein gutes Pokerface. Du Sauhund. Der CD die richtige, es ist immer die richtige. Ah, man kann da rumtricksen mit hingeben und sowas. Okay, das wusste ich ja jetzt nicht. Ha! Das ist ja gut. Sehr geil. Glückwunsch. Das haben wir. Wir lernen nach 100 Folgen immer noch was dazu. Ist der Wahnsinn. Springseil ist jetzt ja nicht so gut. Aber die Pizza ist wohl kein großes Gericht. Haben wir die denn? Ist sie hier? Nee, wo ist sie denn? Hier, okay. Also ist doch so ein mittleres Gericht. Das ist auch nur ein Stück Pizza, von daher was soll's. Upsala. Da muss er ein bisschen laufen und zu aufheben gehen. Ich muss sagen, ich mag Chilischoten eigentlich ganz gerne. Aber so roh brauche ich sie jetzt auch nicht. Ich esse sie dann gerne mit Brot oder sowas. Oder eingelegt im Salat. So, würde ich sagen, gehen wir erstmal die ganzen Probleme hinterher. Der JD. Gucken, was er hat. Drei Wochen.
Du mich auch. Welchen Teil des Mittagessens am Sonntag isst du zuerst? Das ist schwierig zu sagen, weil wir... Okay, Kartoffeln, Fleisch und Soße. Ich wollte gerade sagen, immer unterschiedlich essen. Ich bin jemand, der isst zuerst die Kartoffeln mit der Soße natürlich. Erstmal den schlichten Teil abhaken, was? Ich weiß nicht, ich bin so jemand, der immer erst das Gemüse und sowas isst, bevor er sich dann ans Fleisch ranwagt. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Ich bin auch jemand, der so Sheldon-mäßig, ich weiß nicht, von The Big Bang Theory, der dann auch alles so strikt penibel trennt und sowas. Beim Essen zumindest. Oder wie Monk oder so. Gibt's ja viele Seriencharaktere, die das machen. So, du hast noch einen Objektplatz, wieso auch immer. Guck mal, was wir dir geben können. Ein Drachen wäre doch was für dich. Bitteschön. So. Wer hat noch Probleme? Der Problemlöser ist unterwegs. Pikachu. Was geht denn bei dir? Lange nicht gesehen. Ja. Wo warst du denn die ganze Zeit? Reicht aber hier. Keine Anschuldigung. Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Vielen, vielen Dank. Sag Bescheid, wenn du fündig bist. Okay, ich weiß ja nicht, was es sein soll, aber... Vielleicht finden wir es ja irgendwann. Ich glaube, das hatten wir schon ein einziges Mal, ganz am Anfang. Da haben wir das irgendwo anders gefunden oder am Strand oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben uns ewig nicht... Ja, ja. Ich habe Hunger. Ein Nudelgericht wäre jetzt prima. Instant-Nudel. Was hältst du denn da davon? Bitteschön. Findest du gut? Okay. Lasagne hattest du schon. Was hältst du nur von dem Feta-Salat? Bitteschön, bitteschön. Ziemlich lecker, das freut mich. Ja, das war's denn bei dir ja schon wieder. So, der TD hatte auch einen Wunsch. Das passt ja, wenn wir zu ihm gehen. Er wollte gerne diese Pokémon-Mütze und ein T-Shirt haben. Danke, jetzt ist der Schluck auf. Das Schlaumeier-Outfit soll wohl weichen. Ich werde so ein Mist sagen, wenn ich wütend bin. Was hältst du davon? Habe ich kein Problem mit, wenn du das gerne möchtest. Alles klar. Ja, kein Thema. So, ein Hotdog, was hältst du von einem Hotdog? Bitteschön. Hotdog ist ziemlich lecker. Würde ich ja auch gerne mal wieder essen. Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. So richtig. Das Problem ist irgendwie in Deutschland so richtig gute Hotdog-Brötchen zu finden. Das ist ganz schön schwierig, muss ich sagen. Oh, das hat ihm nicht geschmeckt. Okay. Also kein Salattyp. Dann gucken wir erstmal wegen der Mütze. Ich weiß leider nicht genau. War das die? Nee. Das war irgendeine andere noch, glaube ich. Wo hatten die mal im Hinterkopf? Ich weiß leider nämlich nicht mehr, wie sie hieß. Die hier war es, genau. Bitteschön. Ich weiß nicht, es sieht irgendwie, es gibt so Menschen, bei denen sehen Mützen nicht so gut aus, finde ich. Oh, hast du noch irgendwelche anderen Wünsche? Ich glaube nicht, nur das T-Shirt noch. Ich weiß nicht, ob du noch Objektplatz hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann kriegst du mal eine Wii U als siebtes. Bitteschön, bitteschön. Eine Konsole darf ja nicht fehlen. Sondern wolltest du gerne irgendwie ein T-Shirt oder sowas haben? Karo-T-Shirt ist jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Pünktchenhemd, naja. Das ist doch cool. Das Riesen-T-Shirt. Sehr schön, sehr schön. Gefällt ihm total gut. Das freut mich. Dann war's das bei dir auch schon wieder. So, der Mark hatte noch was. Dann gucken wir mal, dass wir zu ihm gehen. Der war hier vorne, glaube ich, genau. Dann machen wir dem seine Wünsche noch.
wenn wir schon dabei sind gerade. Schön, dich zu sehen, Ebenbild von Soefo. Freut mich auch. Oh, was hast du denn da? Du hast ein Blütenblatt auf dem Kopf. Mach das Ding weg. Wird gemacht, keine Angst. Schwupp, weg ist es. So, bitteschön. Bitte, bitte. Vielen Dank. Gern geschehen. Ein paar Frühlingsröllchen, bitteschön. Du wolltest dann gern das Skyline-T-Shirt haben. Also mal gucken, was das genau sein soll dann. Und du möchtest eine Gitarre haben. Dann geh wie Gitarre, da haben wir sie auch schon. Bitteschön. Da kriegen wir doch einige Wünsche mal erfüllt. Also irgendwas mit... Hier, Skyline-T-Shirt, das muss es sein. Bitteschön. Weg mit dem Fußballtrikot. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Finde ich. Hoffe, dir gefällt's auch. So, dann gib mir dir noch was Kleines. Ein Erdbeerkuchen, was hältst du da davon? Lecker oder lecker? Nicht so gut. Okay, das wundert mich. Wer mag denn bitte schon keinen Erdbeerkuchen? Der Paolo möchte spielen. Das machen wir doch sehr gerne. Lass uns etwas spielen. Ebenbild von Soefo. Sehr, sehr gerne. Start. Mi Pixel Quiz. Der erste verpixelte Das Einwohner. Wird schwierig. Wer könnte das wohl sein? Das könnte Conan sein. Die richtige Antwort lautet... Conan. Sehr gut. Der zweite verpixelte Einwohner. Wer könnte das wohl sein? Puh. Claire ist es nicht. Julia und Laura. Müsste Julia sein. Laura die ist richtige ja Antwort lautet. Braun. Julia. Genau. Perfekt. Und der letzte verpixelte Einwohner. Wer könnte das wohl sein? Ich habe keine Ahnung. Wer soll das denn sein? Linke hat blaue, blonde Haare. JD vielleicht? Könnte auch so die richtige sein. Antwort lautet Jedi. Oh Mann. Das war schwierig. Also das war richtig schwierig. Glückwunsch. Und Blumenstrauß mal wieder. Weil der gibt immerhin ein bisschen was. So, du wolltest gerne gemüsemäßig versorgt werden, glaube ich. Du hast auch noch keine Chilischote. Versuchen wir es damit mit. Ne, Fleisch wolltest du genau. Das habe ich genau falsch rum gemacht, aber egal. Gucken, was haben wir denn hier? Garnelen, das ist doch schon mal was. Find's auch gut, das freut mich. So. Jetzt haben wir die Wünsche aus der letzten Folge zumindest schon mal abgearbeitet. Wir haben noch zwei Leute, die spielen wollen. Der Onua. Komm. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Oh, gutes Pokerface, muss ich sagen. Nee, oder? Schalt hier mal die 2 hin. Ach, du Sau. Vorhin hat's geklappt. Schade, schade. Uno war schlauer. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal, ja. Klar doch. Körper B jetzt aber behalten können. Oh, du hast auch ein Problem. Dann gucken wir da doch nochmal. Bevor wir jetzt hier wegzischen. Guten Abend. Guten Abend. Noch einmal. Wo ist das? Das hier habe ich Oh, das gefunden. Ist der Gegenstand, den Pikachu verloren hat, war es, glaube ich. Nanu, auf der genau. Rückseite ist Pikachu eingraviert. Willst du es nicht lieber an Pikachu zurückgeben? Ja klar, will ich ihm zurückgeben. Du hast es tatsächlich gefunden. Danke, du bist echt der Größte. Kein Problem, gern geschehen. Onu hat mein Zeug gefunden. Es war mir wirklich wichtig, dass dieses Teil zurückkommt. Okay. Ja, gerne, gerne. Gab sogar ein bisschen was an Geld. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Gibt sogar noch was hinterher. Nur Spieluhr. So, was haben wir denn hier oben noch? Da haben wir noch jemanden, der spielen möchte. Der Lukas. Das machen wir auf jeden Fall noch. Lass uns spielen. Klar doch.
Zoom-Quiz. Das erste Item. Was wird es wohl sein? Ein Klappergebiss? Die richtige Antwort ist... Es war das zweite Item. Was wird es wohl sein? Auberginenauflauf? Die richtige Antwort ist... Es war ein Auberginenauflauf. Und das letzte Item. Was wird es wohl sein? Eine Kohlroulade? Die richtige Antwort ist... Ha! Es war eine Kohlroulade. Sehr schön. Haben wir das auch wieder geschafft? Ich glaube, fürs Neureichenzimmer reicht es einfach nicht. Leider. Und Fernseher. Gucken wir mal, was es da an Geld gibt. Du kriegst mal noch was zu essen, wenn wir schon bei dir sind. Bitteschön. Das sind sehr lecker, das freut mich. Bisschen Geld gab's auch. Objekte kriegst du auch. Eine CD. Bitteschön. So. Gehen wir nochmal zum Pfandleiher und gucken mal, ob wir vielleicht irgendwie das Geld zusammenbekommen. Ich schätze aber mal eher nicht. Willkommen. Gibt es irgendwelche... Nee, keine Chance. 500 kriegen wir so schnell auch jetzt nicht. Vielen Dank. Dann machen wir an der Stelle wieder einen Cut. Schaffen es leider wieder mit dem Neureichenzimmer. Tut mir leid. Danke schön mal fürs Zusehen und bis morgen. Ciao, ciao.